Kapitel 16 Video. Das erste Video begann mitten in einem Feuergefecht. Vier Männer an der Reling werden von einer unruhigen Hand von hinten gefilmt. Zwei liegen, Scharfschützengewehre im Anschlag. G22. Rechts und links von ihnen zwei weitere Männer, die leichte Sturmgewehre abfeuern. Zwei von ihnen tragen Shirts mit der Aufschrift Hardsack Group. Aus dem Winkel ist es schwer zu erkennen, aber da sind drei kleine, aber schnelle Boote im Meer, die sich dem Frachter nähern. Das Mikrofon des Handys geht in die automatische Dämpfung, wenn die Schüsse erklingen. Kurz darauf steigt der Geräuschpegel wieder an. Gesprächsfetzen sind zu hören. Sie kommen näher!« Einer der Männer, der Rechte mit dem Sturmgewehr, wechselt das Magazin, lässt es auf das bereits hülsenübersäte Deck fallen. Eine laute Stimme ruft auf Englisch, »Macht sie fertig!« Deutscher Akzent, nahe am Mikrofon. Der Kameramann. Der Akzent von zwei anderen klingt nach Afrikaans und die restlichen sind wohl Briten. Auf dem Schiff gibt es höchstwahrscheinlich noch ein anderes Schützennest, denn wenn auch keiner der vier Männer jetzt mehr schießt, kann man Schüsse hören. Die drei Schnellboote kommen zügig näher. Bis jetzt waren aus ihrer Richtung keine Mündungsblitze zu sehen. Fragt sich, wieso sie nicht beidrehen und aufgeben, sich ein leichteres Ziel suchen. Aber sie tun es nicht. Erst als, so sieht es zumindest aus, zwei rotglühende Leuchtgeschosse das erste Boot scheinbar nur zart berühren und der Motorblock hinter einem Funkenregen verschwindet und Feuer ausbricht, wird es langsamer. Die Boote, die ihm gefolgt waren, schießen daran vorbei. Auch sie werden beschossen. Die beiden anderen Boote drehen bei, halten auf das brennende Boot zu, wollen ihre Kameraden retten. Ende des Videos. Das zweite Video begann mit Fokus auf diesmal drei Männer und eine Frau. Gefilmt war es aus einem beinahe identischen Winkel wie das erste. Keine Scharfschützengewehre diesmal, nur Sturmgewehre. Man sieht, dass es an einem anderen Ort auf dem Frachter aufgenommen wurde. Der Boden hat eine andere Farbe, einen dreckigen Orangestich statt NATO-Grün. Könnte aber dennoch dasselbe Schiff sein. Der Winkel ist ein wenig niedriger, ein anderer Tag. Wieder sprechen sie Englisch miteinander und die Stimme, die dem Mikrofon der Kamera am nächsten ist, hat einen deutschen Akzent, als sie sagt, »Wie viele diesmal? Sind sie bewaffnet?« Die Frau, deren Sturmgewehr an einem Schulterriemen mit dem Lauf nach unten hängt, hält ein Fernglas. Sie antwortet, »Vier Boote, Kleinkaliber und Macheten. Sieht so aus, als ob sie Verstärkung mitgebracht hat. Blast sie weg!« unterbricht die Stimme mit dem deutschen Akzent die Frau. Die bestätigt den Befehl. »Verstanden!« Das Schießen beginnt. Diesmal haben sie alle Leuchtspurmunition geladen. Sie haben gelernt. Die ersten Salven gehen dennoch fehl. Aber bereits im zweiten Anlauf wird ein Boot von vielen Leuchtkugeln getroffen und viermal so viele Kugeln durchlöchern den Rumpf und die hölzernen Wände der Aufbauten. Erneut Funken, dann Feuer. Das Boot wird langsamer. Das Video endet. Das dritte Video war eine Bastard-Variante der ersten beiden, erneut im etwa selben Winkel gefilmt. Der, der die Kamera hält, befindet sich etwa 5 Meter hinter dem Schützen. Es sind drei. Der mittlere liegt auf dem Bauch, ein Scharfschützengewehr im Anschlag und, wie im ersten Video, von zwei Männern mit Sturmgewehren flankiert. Die Frau ist nirgends zu sehen. Mündungsblitze flammen auf, unten an Bord der drei Schiffe, die sich in einer Fächerformation dem Frachter nähern. Die drei Männer an der Reling erwidern das Feuer, ohne dass ein Kommando erteilt worden wäre. Der Seegang ist stärker als bei den vorherigen Videos, und erst jetzt sieht man ganz weit hinten einen Streifen Küste, erahnt Gebäude ohne besondere Merkmale in all dem Grün. Der linke Schütze mit dem Sturmgewehr in Kampfstiefeln, Cargohose und schwarzem Shirt, über dem er eine Plattenträgerweste trägt, geht zu Boden, hält sich den blutenden Arm. Er wurde getroffen. Das Bild wackelt und wird dann schwarz. Aber der Ton läuft noch weiter. »I am hit«, hört man ihn schreien, und dann Schritte, die auf dem Deck metallisch nachhallen und seltsamerweise lauter sind als der Lärm des andauernden Feuergefechts.
Hektische Geräusche, das Rascheln von Stoff. Der Kameramann hat das Handy in seine Tasche gesteckt und hilft dem Getroffenen, während die beiden anderen weiterschießen. Der verbleibende Mann mit dem Sturmgewehr, man erkennt ihn aus dem ersten Video wieder, schaltet auf Dauerfeuer und auch die Schussfrequenz des Scharfschützengewehrs steigert sich. So geht es 2 Minuten lang weiter. Ein schwarzer Bildschirm, Schüsse und Geschrei, das aber nicht panisch klingt, sondern nur dazu dient, Informationen und Befehle durch den Gefechtslärm schneiden zu lassen. Dann erst Ruhe, kurz darauf rennende Füße, mehr Geraschel, und als es kurz darauf wieder ein Bild gibt, zeigt es 4 Piraten. Dürre, junge schwarze Männer mit vor Angst weit aufgerissenen Augen. Anfangs war Video Nummer 4 aufgrund der gleißenden Schiffsinnenbeleuchtung beinahe schwarz-weiß. Es dauert eine Weile, bis die Kamera des Smartphones den nötigen Filter anwendet, um auch bei der grellen künstlichen Beleuchtung in der Lage zu sein, ein gutes Bild zu liefern. Es ist das erste Video, das nicht verwackelt ist. Es ist auch das erste der Videos, das den jungen Carsten Blasberg zeigt. Und es ist das erste Video, das nicht auf Deck gefilmt wurde. Ein paar Kisten stehen im Hintergrund. Holzkisten, wie man sie aus Abenteuerfilmen kennt. Solche, die vernagelt werden und die man mit einem Brecheisen wieder öffnet. Auf manchen von ihnen stehen kleinere Kisten aus Blech, Munitionsbehälter. Gut möglich, dass sich in den Holzkisten Waffen befinden. Die Kamera filmt auf Brusthöhe in den Raum hinein. Vielleicht steht auch sie auf einer Kiste. Der Winkel zeigt ganz leicht nach oben, so als wäre sie gegen etwas angelehnt. Links hinten im Bild ist eine weitere Kiste, deren oberer Deckel sich etwa auf Höhe von Carsten Blasbergs Hüfte befindet. Blasberg ist nicht allein. Und dann irgendwie doch. Die 4 Männer und die Frau, die den Frachter gegen die Piraten verteidigt haben, sind nicht im Bild. Das überbelichtete, grobkörnige Video zeigt einen nackten, schwarzen Mann, der in einer Blutlache auf dem Boden liegt, und 2 weitere Männer, die mit den Armen an der Decke fixiert sind. Neben der abgetrennten linken Hand des Toten befinden sich 2 weitere, kleinere Objekte. Der Krümmung nach zu urteilen, können es eigentlich nur Finger sein. Die anderen beiden Männer sind genauso dürr wie die Leiche. Das kann man sehen, weil sie ebenfalls nackt sind. Die Genitalien haben sich weitestmöglich in den Rumpf zurückgezogen und die Männer zittern und stammeln vor sich hin. Einem läuft irgendetwas an der Innenseite der Oberschenkel herunter und man kann nicht erkennen, ob es Blut ist oder etwas anderes. Mit extra dicken Kabelbindern sind ihre Handgelenke zusammengebunden und an den Kabelbindern befestigt, führt ein Seil zu Karabinerhaken, die an einer Lochstrebe an der Decke befestigt sind. Man kann die Füße nicht sehen, doch beide sind größer als Blasberg, der selbst auch nicht gerade klein wirkt. Wahrscheinlich können die verängstigten Männer gerade eben noch auf ihren Zehenspitzen stehen, so weit sind ihre Arme nach oben gezogen. Blasberg hält einen Bolzenschneider in der linken Hand, hat der Kamera jetzt halb den Rücken zugedreht. Er fummelt in der Brusttasche seines verschwitzten Hemdes herum. Dann holt er eine Zigarette heraus und kurz darauf kramt er in seiner Hosentasche nach einem Feuerzeug. Er zündet die Zigarette an, raucht sie in aller Ruhe. Das Jammern und Lamentieren der somalischen Piraten wird leiser, bricht aber nie ganz ab. Auch sie brauchen wohl die Pause. Die Gnadenfrist währt nicht lange. Blasberg drückt die Zigarette im sich deutlich abzeichnenden Übergang zwischen Oberschenkel und Rumpf des linken Piraten aus. Er lässt sich Zeit dabei. Zuerst versucht der Pirat, tapfer zu sein, aber es gelingt ihm nicht. Seine Schreie schmerzen Blasberg wohl in den Ohren. Er beendet sie, indem er dem Mann die Faust in den Solarplexus hämmert. Jetzt hat der Geschundene nicht mehr genug Luft in der Lunge, um mit dem Geschrei weiterzumachen. Blasberg sieht ihn kurz an und nickt zufrieden. Dann geht er ein paar Schritte nach rechts,
wobei man sein Gesicht sehr gut erkennen kann, falls bis dahin noch Zweifel bestanden. Der zweite Pirat wirkt ein paar Jahre jünger als der erste und ist damit wohl zwischen 15 und 17 Jahren alt. Er zuckt zurück, als Blaisberg versucht, den Bolzenschneider in seinen Mund zu zwingen. Erneut wird Blaisberg wütend, schließt das Werkzeug wieder, benutzt es wie einen Meißel, mit dem er nach dem Gesicht des Piraten sticht. Er zielt auf den Mund und versucht, die Zähne des Mannes zu entfernen, damit der den Mund nicht mehr schließen kann. Es dauert eine Weile. Blaisberg braucht viele Versuche, bis er sein Vorhaben umsetzen kann und der Bolzenschneider rechts an der Nase vorbei zuerst die Haut, dann das wenige Fleisch und schließlich den Oberkiefer und das Jochbein des Mannes zerbersten lässt. Wieder geht das Mikrofon der Kamera in die Dämpfung, als die Schreie des Piraten den Pegel eines Feuergefechts erreichen. Der Körper zuckt und zappelt. Jetzt wendet sich Blaisberg der Kamera zu, grinst und sagt etwas. Die Worte fehlen, gehen in den Klagelauten unter. Nachdem er seine kleine, nicht zu verstehende Ansprache beendet hat, salutiert er blöde grinsend in die Kamera und dann macht er weiter. Er tut das relativ methodisch. Etwa eine Zigarettenpause alle 10 Minuten. Blaisberg raucht im Rest des Videos 4 Zigaretten. Dann verschwindet er für einen Moment aus dem Bild und kehrt mit Leichensäcken zurück, in die er unter heftigem Schnaufen die Überreste der Piraten verpackt. Die Crew muss wohl nicht sehen, was genau er getan hat. Er ruft nach oben. Matrosen, die meisten davon ebenfalls braunhäutig wie die Piraten, aber deutlich besser genährt, kommen und bringen die Säcke nach draußen. Sie versuchen, sich nichts anmerken zu lassen, aber 2 von ihnen werfen sich bedeutsame Blicke zu. Blaisberg sieht es nicht, denn in dem Moment bewegt er sich auf sein Smartphone zu und schaltet die Kamera ab. Das 5. Video zeigte die Matrosen an Deck. Das Bild ist wieder scharf, aber verwackelt, als würde das Smartphone in der Hand gehalten. Sie haben die Leichensäcke nebeneinander nahe der Reling abgelegt. Doppelreißverschluss, biologisch abbaubar, sagt der Aufdruck unten am Rand. Durch den Kunststoff lässt sich erahnen, wie viel Blut im Spiel ist, denn das Material des Leichensackes klebt hier und da an, während es an anderen Stellen vom Meereswind zum Flattern gebracht wird. Neben den 3 Toten in den Leichensäcken liegt der 4. Pirat. Der Schädel ist deformiert. Der Glückliche hat es nicht einmal nach unten geschafft. Man muss an schwere Stiefel denken, wenn man den Kopf betrachtet. 2 schwarze Matrosen packen jetzt auch diese Leiche in einen 4. Sack und ziehen den Reißverschluss zu. Links im Bild steht ein Eimer mit Putzwasser bereit. Die Armen, denen diese Aufgabe zuteil wird, werden eine ganze Weile brauchen, um alles sauber zu bekommen. Als sie die Leichen über Bord werfen, tun sie es zu zweit, müssen sich aber nicht besonders anstrengen. Jeder der Matrosen wiegt beinahe doppelt so viel wie einer der Piraten. Es ist ein leichtes. Bald beginnen sie, das Deck zu schrubben, und das Video endet. Kapu, der die ganze Zeit über mit weit aufgerissenen Augen mehr oder weniger direkt am Bildschirm wie festgeklebt war, setzte sich zurück. Oppermann hatte Blaisberg, das miese Schwein, in der Hand. Eindeutig, kein Zweifel. Nein, so schlimm hatte Kapu es sich allerdings nicht vorgestellt. Sicher, es konnte im Eifer eines Gefechtes passieren, dass ein Abzug gedrückt wurde, der nicht hätte gedrückt werden dürfen. Vor allem, wenn es auf der eigenen Seite Verletzte gegeben hatte. Adrenalin, Wut, Aggression. Kapu kannte das alles. Er hatte es bei anderen gesehen und er hatte es selbst durchlebt. Aber was dann mit den Piraten geschehen war, war kein spontaner Kontrollverlust, nicht das Resultat von zu viel Angst und Anspannung, die sich ein Ventil suchen mussten. Was er da gerade gesehen hatte, waren die Taten eines sadistischen Serienmörders, der eine Möglichkeit gefunden hatte, sich auf vermeintlich legale Weise auszuleben.
Er fühlte sich so sicher, dass er die eigenen Taten selbst filmte. Da stellte sich natürlich die Frage, wer die Videos von Blaisbergs Smartphone kopiert hatte. Die Söldnerin vielleicht, die Capoue in einem der Videos gesehen hatte? Jemand von der Crew? Oder hatte Carsten Blaisberg die Videos selbst über irgendeine Darknet-Seite geteilt, um sich von anderen perversen Arschlöchern für seine Taten beklatschen zu lassen? Capoue sah sich die Metadaten der Dateien an. Alles war an zwei aufeinanderfolgenden Tagen passiert, vor 4 Wochen etwa. Dummerweise hatte Capoue keine Ahnung, wo genau sich das Schiff zu diesem Zeitpunkt befunden hatte und wohin es unterwegs gewesen war. Ach gut, das konnte er gewiss irgendwie herausfinden. Auch der Name des Schiffes und die Crewliste waren auf lange Sicht kein Problem. Allerdings hatte er gerade dringlichere Anliegen. Hier war die Sachlage so eindeutig, dass keine weiteren Beweise nötig waren, um den jungen Blaisberg hinter Schloss und Riegel zu bringen. Dem Alten, dem Vater allerdings, würde man nur schwer nachweisen können, dass er wusste, was sein Sohn an Bord trieb. Welcher reiche Vater würde seinen Sprössling gern auf einem von seinen vielen Schiffen mit dem Gewehr in der Hand gegen Piraten kämpfen lassen? Vielleicht wusste der alte Blaisberg Senior Bescheid. Hier gab es 2 Optionen. Blaisberg Senior wusste, dass sein Sohn ein sadistisches Schwein war und ihm missfiel das. Dann könnte es sich bei dem Posten auf dem Frachter um eine Art Verbannung handeln. So nach dem Motto, geh mir aus den Augen, Enttäuschung meines Lebens. Oder Blaisberg stand der Sache neutral bis positiv gegenüber. Ja, Spross meiner Lenden, zeig diesen dreckigen Piraten, was passiert, wenn sie sich mit uns anlegen. Capoue glaubte auf jeden Fall nicht, dass der Reeder völlig ahnungslos war. Er ließ seinen Sohn zumindest gewähren, wenn er ihn nicht sogar ermutigte. Wenn Capoue die Aufnahmen jetzt wie besprochen veröffentlichen würde, Interpol würde sich des jungen Carsten Blaisbergs garantiert annehmen. Spätestens in irgendeinem europäischen Hafen wäre der Mann fällig. Der Alte aber würde höchstwahrscheinlich straffrei ausgehen. Es war schwer zu beweisen, ob jemand etwas wusste oder nicht. Capoue spielte in Gedanken durch, wie es wäre, Blaisberg Senior mit dem Material zu konfrontieren, dass es ihm gelingen würde, den Mann aus der Fassung zu bringen und ihn auch dazu zu bringen, sich zu verplappern. Natürlich würde Capoue das Gespräch aufzeichnen. Ja, so wäre es wohl am besten. Es gefiel Capoue nicht, dass der Alte straffrei aus der Sache herauskommen sollte. Aber da war noch der Killer. Felix. Sollte Capoue ihn zu sich kommen lassen, ihn in eine Falle locken? Er spielte die Möglichkeit in Gedanken durch. Würde ihn das befriedigen, oder wäre es für sein Seelenleben besser, wenn er den Mann aktiv jagen würde? Vielleicht, überlegte Capoue, sollte er ihn aber auch am Leben lassen. Fucking Felix Stollmann. Vielleicht würde er ihn zwingen können, gegen Blaisberg Senior auszusagen. Das Telefon klingelte. Auf dem Display erkannte Capoue, dass es Vielsen war. Er nahm den Anruf sofort entgegen. Ja? Einige Sekunden lang hörte er zu, dann sagte er nur, bin unterwegs.